So, meine lieben Freunde, willkommen zurück und ihr seht es schon, eine kleine flache Höhle. Ich habe im Editor ein bisschen was aufgebaut und wir reden hier von Höhlensystemen. Das ist hier zum Beispiel eine kleine Höhle. Wir haben davon jetzt insgesamt 15 Stück auf der Karte und zwar immer dort, wo es sehr hügelig ist, wo es sehr steinig ist. Hier haben wir ein kleines Höhlensystem. Wir haben verschiedenste Größen von einem Mann bis, naja, bis zur Clan-Größe. Ich denke mal so von bis zu 10 Spielern. Das Ganze soll natürlich hier oben in dem Gebirge, wo auch alles so schön mit Wald versehen ist, wo es viele Bäume gibt. Hier oben ist wieder ein kleines Höhlensystem. Da vorne ist ein kleines Höhlensystem. Hier ist ein kleines Höhlensystem. Dort vorne ist ein Höhlensystem. Da ist ein Höhlensystem. Dort drüben sind 4 Stück. Hier unten ist ein größerer Vorbau, was ein offenes System ist. Hier haben wir wieder ein geschlossenes System, wo wir einmal reingehen. Da hinten haben wir noch 2 Systeme, ein kleines und ein großes. Und ich möchte euch das einfach mal zeigen. Ja, dieser Bereich soll für Spieler sein, die gerne survivalen, die wirklich nur survivalen. Wir haben auch offene, umrandete Bereiche, so wie diesen hier. Die meisten sind aber geschlossen im kleinen Sinne. Hier haben wir ein größeres Höhlensystem, was auch so ein bisschen angepasst ist mit Bäume, Steinchen im versteckteren Sinne. Und ihr seht es schon, hier kann man sich rumschlängeln komplett. Ja? Und wir gehen nochmal hier drüben zu so einem kleinen Höhlensystem, dort oben am Hang. All diese Dinge sollen für die Spieler sein, die wirklich nicht viel von Fahrzeugen, Helikopter, militärischen halten, sondern die wirklich das Survival ausleben wollen. Wirklich nur überleben, jagen und ja, das Ganze haben wir dann halt hier oben in diesem Bereich platziert. Hier werden bei uns auf dem Server die Spieler ihre absolute Ruhe haben, die wirklich nur survivalen wollen. Sie brauchen hier auch nicht viel für das Basebuilding tun. Ja, wir haben hier vorne einen Eingang, der muss einfach nur geschlossen werden und sie können sich dann in ihrem Höhlensystem komplett frei bewegen und komplett entfalten. Überall hier, wir haben jetzt insgesamt 15 Stück. Diese Höhlensysteme entlang dieser Gebirgskette, die könnt ihr auch schon auf unserer Webseite downloaden. Die haben wir im Download-Bereich mit verankert. Das Ganze werden wir natürlich noch viel, viel weiter ausbauen, erweitern. Wir werden noch größere Systeme schaffen. Nicht nur Base-Building-Systeme, das heißt, wo Clan-Mitglieder rein können oder Spieler rein können, sondern wo es auch Belohnungssysteme gibt. Aber hier erstmal die 15 Höhlensysteme könnt ihr euch jetzt auf der Webseite runterladen. Im Bereich Download für euch zur Verfügung gestellt, meine lieben Freunde. Ja. Das Ganze könnt ihr natürlich auch live einmal testen. Geht auf unseren Server, kommt hier in diesen Bereich, schaut euch die ganzen Höhlen an, von klein bis groß. Und dann könnt ihr sagen, das Paket nehme ich oder nehme ich nicht. Falls ihr noch Fragen dazu habt, wie das Ganze so im Editor gemacht wird, wie man damit rumhantiert, ihr könnt das Ganze natürlich auch selber bauen, dann schaut euch einfach die Daisy Editor-Folge an, von 1 bis 5 haben wir das jetzt, glaube ich. Da werden wir zeigen, wie man das Ganze überhaupt installiert, aktiviert, wie man Lampen gestaltet, wie man, welche Sachen man überhaupt benötigt, um Gebäude hier zu platzieren, wie man das Ganze speichert, wie man das importiert, wie man das exportiert, welche Karte geladen werden muss und. Wird auf jeden Fall alles in der Daisy Editor-Reihe komplett einmal ausführlich erklärt. Werden wir natürlich auch noch weiter fortführen, diese Reihe. Wie man die einzelnen Sachen setzt, worauf es ankommt, ob statisch oder Simulations-Items. Ja, ist auch nochmal so eine Frage. Setze ich hier etwas in dem Editor und es bleibt fest verankert mit der Karte oder kann das jeder Spieler aufheben? All diese Dinge werden in dieser Videoreihe natürlich einmal komplett erklärt. Ansonsten, wenn ihr euch das Bauen ersparen wollt und eine ordentliche zeitliche und nervige Abkürzung nehmen möchtet, also das heißt nervenschonend und zeitsparend, dann holt ihr euch das Höhlensystem einfach so auf unserer Webseite. Ich sage danke fürs Einschalten, Anregungen, Wünsche und Kritik wie immer rein in die Kommentare. Gebt den Däumchen nach oben und wenn ihr Hilfe
Ratschläge, Tipps und Tricks braucht, kommt ihr einfach rein in unseren Discord. Alles klar, ich sage danke und bis zum nächsten Video.